Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Los! Wir müssen raus hier, und zwar schnell. Ich weiß es nicht genau. Zuerst haben sie mich beschuldigt, ein Sturmmantel zu sein. Ein heimlicher Talos-Anhänger. Sie wollten ein Geständnis. Was ich gestehe, war egal. Sie wollten einfach, dass ich mich schuldig bekenne. Ich glaube, sie wollten meinen Willen brechen. Mich benutzen, um den Rest der Graumähnen schaden zu können. Doch diesen Gefallen habe ich ihnen nicht getan. Bei den Göttern, ich habe aufgehört, die Tage zu zählen. Es scheint eine Ewigkeit zu sein. Ich wünschte, ich könnte von mir sagen, dass ich der Folter ewig hätte trotzen können, aber dessen bin ich mir nicht so sicher. Dank euch muss ich mir nun keine Sorgen mehr darüber machen. Los, los! Was war das? Das war gar nichts. Aha! Das war schon alles. Habt ihr etwas gehört? Ha!
Hab euch! Mehr habt ihr nicht. Ich werde euch brennen sehen. Was zum... Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Aber weshalb riskiert ihr euer Leben für mich, einem Fremden? Natürlich, ich hätte es wissen müssen. Das war Arvulsteins Idee, nicht? Wo ist er? Eine weise Entscheidung, aber ich fürchte, dort ist er vielleicht nicht mehr sicher. Sie werden nach mir suchen. Den Weißlauf werden sie zuerst nachsehen.
Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Arvolstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden, denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ich hörte, habt ihr den Talmor ein blaues Auge verpasst. Ihr wisst genau, wen ihr euch zum Feind macht, oder? Wisst ihr, wie man diesen Steinkreis im Südwesten nennt? Das ist Sekundasson. Bitte sagt, dass ihr wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort sehen. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne, mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorheit anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Nein, und ich rechne auch nicht damit. Es wäre im Augenblick zu gefährlich. Zu wissen, dass ihr irgendwo da draußen und nicht wie ein Tier in einem Käfig eingesperrt ist, das genügt mir. Passt gut auf euch auf.